So, und nun sind wir auch auf Instagram. Wir haben es heute mal andersrum gemacht. Heute waren wir erst auf Facebook, jetzt hier auf Instagram. Hallo an dieser Stelle. Mein Name ist Marc Raschke, ich bin Leiter der Unternehmenskommunikation und mir gegenüber sitzt der Direktor der Kinderchirurgie und Kinderurologie, Dr. Andreas Leutner. Wir befinden uns heute tatsächlich in einem leibhaftigen OP, nämlich in einem Kinder-OP. Also hier, ihr seht auch ein bisschen von der, genau hier diese Kante, das ist tatsächlich ein OP-Tisch, auf dem wir uns hier gerade auch abstützen. Und das hier ist auch ein sehr interessantes Ding, das werden wir euch gleich erklären. Vorab aber schon mal der Hinweis, dass wir uns natürlich in einer Phase befinden, wo das hier noch nicht alles komplett rein ist und wir auch natürlich, quasi wenn wir gehen, dann entsprechend noch gemischt wird, nicht, dass da wieder gleich irgendwas kommt von wegen, aber ich habe ja auch noch Haare und so weiter. Alles bedacht und alles tutti. Ihr dürft natürlich Fragen stellen, jederzeit. Ich beobachte das hier ein bisschen und ich denke mal, da werden auch wieder einige Fragen kommen. So war das zumindest in den letzten Malen und deshalb würde ich an dieser Stelle jetzt erstmal übergeben und freue mich auf den zweiten Teil unseres Themas heute. Denn wie gesagt, wir waren ja heute schon auf Facebook und jetzt hier auf Instagram. Was ist in so einem Sieb denn alles drin? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist wie so ein Geschenk eingepackt, kommt direkt aus dem Steri. Wir haben es gerade eben schon mal aufgemacht, deswegen ist es nicht mehr ganz so ordentlich, nicht ganz so akkurat gepackt. Aber hier drin befinden sich OP-Instrumente. Wir haben die gerade eben, wie gesagt, schon mal aufgemacht. Ja, deshalb sieht das so aus, wie es aussieht. Also wir können auch keine Geschenke einpacken, wieder zurück, das ist das große wir Problem. Wir können Geschenke auspacken. Das können wir. Das können wir auf jeden Fall. Und so ungefähr sieht das hier aus. Das heißt, wir öffnen jetzt dieses sogenannte Sieb. In diesem Sieb sind die OP-Instrumente und letztendlich gilt das für alle OPs, ob man nun irgendwie bei den Erwachsenen oder bei den Kindern operiert. Die Instrumente müssen sauber sein, das ist ja klar, die müssen steril sein, da dürfen keine Bakterien mehr dran sein und keine Infektionen. Und was vielleicht noch zu sagen ist, ihr habt ja vielleicht auch in den letzten Tagen verfolgt, wir waren ja auch auf Instagram im Steri unter anderem und haben auch mal erklärt, ne, diese blaue Folie kommt als Transportschutz über diese Siebe und diese grüne Folie, die wir jetzt hier auspacken, die wird auch tatsächlich erst im OP dann ausgepackt, weil hier drin befindet sich dann das Sterilgut. So ist das. Und natürlich hat man, wenn man ein Kind operiert, hat man natürlich sich vorher entsprechend chirurgisch gewaschen, das heißt, die Hände sind mit Seife gewaschen, sie sind desinfiziert bis zu dem Ellenbogen und das über 5 Minuten, sodass wirklich keine Bakterien mehr an den Fingern dran sind. Dann zieht man sich einen entsprechenden OP-Kittel an, OP-Handschuhe, sodass man wirklich sauber arbeiten kann. Und dann, man macht das ja nicht alleine, das ist immer Teamarbeit und das ist auch das Schöne hier bei uns, wir mit den OP-Schwestern zusammen, mit den Assistentinnen und Assistenten zusammen wird so eine Operation gemacht, gemeinsam mit den Anästhesiepflegern und mit den Anästhesieärzten. Und insofern sind hier mindestens immer 5 bis 6 Personen, die sich um das kranke Kind kümmern. So, die sind alle steril angezogen oder die OP-Mannschaft ist steril angezogen und dann wird das ausgepackt, steril, ganz sauber herausgeholt. Und was haben wir hier drin? Wir haben hier Instrumente, die regelmäßig zur Anwendung kommen bei kleinen Kindern und Babys und zwar bei minimalinvasiven Operationen. Was sind minimalinvasive Operationen, fragt sich der eine oder andere. Und das ist eigentlich ganz einfach. Früher wurde man, wenn man eine Blinddarmentzündung hatte, wurde ein entsprechend großer Schnitt gemacht am Bauch und dann hat man den Blinddarm im Bauch gesucht und den dann entfernt, den Übeltäter. Und heutzutage kann man das ganz elegant machen, indem man einen kleinen Schnitt am Bauchnabel macht und dann wird ein Bauchnabel ein kleiner Trokar eingesetzt, wie hier zum Beispiel. Ja, wir können das ja vielleicht mal ein bisschen näher ranholen. Also solche Hülsen, und ihr seht ja schon im Vergleich zu dem Finger, solche Hülsen werden dann in den Körper des Kindes eingeführt und das sind wirklich minimalste Öffnungen, die hierfür nötig sind. So. Genau. Das heißt also, wir können einen kleinen Schnitt am Bauchnabel machen, dieser Trokar wird eingesetzt in die Bauchhöhle und dann kann man hier über diesen kleinen Zugang, ich weiß nicht, ob ihr den sehen könnt, darüber wird dann Gas eingeführt. Ja, das ist eine Öffnung, ganz einfach, und darüber kann man dann CO2, Luft in die Bauchhöhle einbringen und reinblasen, sodass man eine gute Übersicht in der Bauchhöhle hat und kann dann zusätzliche weitere kleine Trokare einsetzen, wie hier zum Beispiel einen weiteren Trokar, und kann dann mit diesen Trokaren, die man dann in die durch die Bauchdecke in den Bauch hinein platziert hat, dann auch innen drin. Ich kann ja mal wieder die Bauchdecke spielen, also stellt euch die Bauchdecke so vor und dann werden die Trokare eingesetzt. Die werden so durch die Bauchdecke in die Bauchhöhle eingeführt. Das sind quasi die Schleusen, mit denen man dann in den Körper kommt und dann werden diese wirklich sehr, sehr feinen, auch hier nochmal als Vergleich der Fingernagel. Ich kann hier mal den Fingernagel von
fassen. Ja? Und mit diesem Instrument kann man zum Beispiel Gewebe, Gefäße, Nerven, Strukturen in der Bauchhöhle fassen. Und mit diesen Instrumenten, die man dann so in die Bauchhöhle einführt, kann man dann ganz elegant eine Operation durchführen und guck mal hier. So, und dann ist man so in der Bauchhöhle drin. In der Bauchhöhle. Und kann dann entsprechende Strukturen frei präparieren, ohne dass man einen großen Schnitt durch die Bauchhöhle machen muss. Ganz genau. Ja. Ja. Genau. Ich merke gerade schon, da ist eine große Diskussion im Gange, warum wir das hier machen und ob wir denn nichts anderes zu tun haben. Man könnte jetzt sagen, nein, haben wir nicht. Nein, das ist natürlich auch Teil unserer Klinikarbeit, weil wir natürlich ansonsten auch Vorträge halten zu diesen Themen, also jetzt nicht zu diesen speziell, aber auch zu Therapien oder Diagnoseformen. Also das ist tatsächlich auch Teil der Arbeit eines Chefarztes und er ist Chefarzt. Deshalb ist die Frage, denke ich, beantwortet. Hier arbeiten natürlich viele, viele Menschen. Wir haben Schichtdienst. Die Arbeitszeit normalerweise geht hier bis 16 Uhr ungefähr. Und die allermeisten, die ihre Regelarbeitszeit haben, sind, durften nach Hause gehen. Einige müssen Überstunden machen und andere sind hier und arbeiten. Wir haben hier ein rundum 24 Stunden rund um die Uhr besetzte kinderchirurgische Kollegen, die hier arbeiten. Und im Moment wird im anderen Saal entsprechend auch operiert. Da wird auch ein Kind operiert und da ist natürlich ein volles Team dort. Und wir haben uns hier heute Abend verabredet, weil wir sonst auch nicht wussten, was wir sonst machen sollen. Genau, weil wir keine Freizeit haben und deshalb alles gut. Ich gucke mal gerade hier, waren noch so ein, zwei Fragen. Genau. Posh Peppermint fragt, welche Eingriffe sind denn beim OP-Team besonders beliebt? Gibt es sowas überhaupt, einen beliebten Eingriff? Ja, das gibt es durchaus. Es gibt schon unterschiedliche Eingriffe, muss man ganz klar sagen. Also es gibt auch Schwestern, die zum Beispiel diese minimalinvasive Chirurgie, das ist sozusagen das, was sich in den letzten Jahren in der Kinderchirurgie deutlich entwickelt hat und was immer viel, also es wurden immer feinere Instrumente entwickelt und man kann immer mehr Operationen und eigentlich alle Operationen, die man auch offen durchführt, können inzwischen auch minimalinvasiv gemacht werden. Und das ist sozusagen, da entwickelt sich eine ganze Menge und hat sich in den letzten Jahren eine Menge entwickelt und es ist dabei, sich das auch wirklich deutschlandweit so zu verbreiten, dass das angewendet wird. Und da gibt es ganz viele OP-Schwestern, die das sehr gerne machen, sehr gerne instrumentieren, weil man kann auf dem Monitor zugucken, wie die Operation durchgeführt wird. Es wird vergrößert, man hat ein tolles Bild und das sind OPs, die schon sehr gerne durchgeführt werden. Es gibt aber auch OP-Schwestern zum Beispiel, die operieren sehr gerne Knochenbrüche bei Kindern. Das sind auch Operationen, die häufig durchgeführt werden müssen. Und hier sieht man auch eigentlich immer sehr schnell den Erfolg seiner Arbeit und man sieht, dass ein kaputter Knochen wieder zusammenwachsen kann durch eine entsprechende operative Maßnahme. Und das mögen auch sehr viele OP-Schwestern. Okay, also es gibt doch beliebte Eingriffe. Ich gucke mal noch, genau, wie komme ich an eine Ausbildung? Das ist natürlich jetzt eine sehr allgemeine Frage. Ich denke mal, vielleicht kurz. Als ganz kurze Fassung, natürlich gibt es hier viele Berufe. Man kann als OP-Schwester, als normale Krankenschwester, man OP-Pfleger, da gibt es eine ganze Reihe von Berufen, bis hin natürlich zum Arzt oder Assistenzarzt. Aber das sprengt jetzt hier, glaube ich, unseren Rahmen. Ich denke auch, aber wie gesagt, wenn ihr da Fragen habt, könnt ihr uns natürlich auch im Nachhinein noch mailen, auch natürlich auf Instagram. Da beantworten wir dann auch solche Fragen nochmal im Detail. Ich gucke nochmal, was sich sonst noch so getan hat. Genau, da werden wir sehr gelobt. Sie finden das klasse, dass wir solche Einblicke geben. Machen wir ja natürlich auch gerne. Moment. Welche OP führt ihr am häufigsten durch in der Kinderchirurgie? Ja, also die häufigste Operation bei Kindern ist eine Leistenbruchoperation. Das ist letztendlich die Erkrankung, in der Regel so, dass das eine angeborene Erkrankung ist, das haben die Kinder schon bei der Geburt. Manchmal stellt man das auch erst sehr viel später fest, manchmal tatsächlich erst, wenn die Kinder 10, 12, 13, 14 Jahre alt sind. Aber das ist so mit eine der häufigsten Operationen in der Kinderchirurgie. Genau, dazu muss man ja auch sagen, dass hier wirklich wenige Tage alte Säuglinge schon operiert werden. Also hier ist wirklich, gerade wenn es ums angeborene Fehlbildung geht, es ist teilweise, also ich habe das auch ein, zwei Mal hier schon so erlebt, also es wird einem schon, als jemand, der da nicht täglich mit beschäftigt ist, schon anders, wenn man sieht, dass dieses kleine Bündelchen Mensch dann auf den OP-Tisch kommt und dann da mit so einem
Gerät dann angerückt wird. Also man muss dazu sagen, dass wir behandeln natürlich alle Kinder, die auf der Welt sind. Ja, es ist natürlich so, dass viele Kinder auch viel zu früh auf die Welt kommen. Ab der 24. Schwangerschaftswoche, manchmal auch schon ab der 23. Schwangerschaftswoche. Also ein bisschen mehr als die Hälfte der Schwangerschaft, wenn dann die Kinder aus welchen Gründen auch immer auf die Welt kommen und dann entsprechend versorgt werden konnten und leben, dann haben die natürlich auch Erkrankungen, die auch nur in dieser Altersgruppe auftreten, und auch die werden zum Teil operiert oder müssen operiert werden, also ein paar wenige hundert Gramm. Und das ist wieder so entscheidend, das ist ein absolutes Team, eine Teamarbeit. Ja. Also es gibt hier keinen, der alleine sagen kann, dass es alleine wuppt. Ganz im Gegenteil, hier braucht man die Schwestern, die OP-Schwestern, Anästhesie-Schwestern auf der Intensivstation, die Schwestern, auch die Ärzte aus den verschiedenen Bereichen, und die arbeiten hier zusammen. Und nur wenn das vernünftig gut zusammen funktioniert, dann hat man auch Erfolg. Und dann kann man auch wirklich ganz kleine Kinder gut operieren, und jeder muss sozusagen das, was in seinen Aufgabenbereich fällt, auch wirklich optimal und top machen können. Und dann hat man auch gute Chancen. Mhm. Guck nochmal, übrigens, wenn das hier so wackelt, das hat damit zu tun, dass hier gerade hier mitten auf einem OP-Tisch steht. Also zumindest ist der. Ja, ihr seid hier live in einem OP. Ja. Der Kinderchirurgie, die anderen OPs oder in den anderen OPs wird natürlich gearbeitet. Wenn wir hier fertig sind, wird hier nochmal alles sauber gemacht und dann kann auch die nächsten Operationen dann hier durchgeführt werden. Ja. Dann sind es mehr Kinder oder Jugendliche, die bei euch operiert werden? Wie gesagt, wir operieren, also hier in der Kinderchirurgie operieren wir die Kinder bis zum 18. Lebensjahr. Aber unser, wie gesagt, unser Hauptaugenmerk, das Besondere, das Alleinstellungsmerkmal ist die Operation von Frühgeborenen, von Neugeborenen, von Säuglingen, von kleinen Kindern. Aber wir operieren bis zum 18. Lebensjahr, und manchmal ist es aber auch so, dass die Kinder dann oder Jugendliche, die eine Verletzung haben, die aus dem Erwachsenenbereich kommt, auch bei den Erwachsenen operiert werden, die Kinder oder Jugendlichen werden dort operiert, wo die meiste Erfahrung vorliegt und wo die am besten versorgt werden können. Dann fragt was sagt ihr zu Aneurysmen im Shunt? Kennt ihr euch damit aus? Das ist, glaube ich, eine allgemeine Frage und nicht unbedingt auf Kinder bezogen, aber. Ja, also das ist so ein bisschen. Also das ist jetzt eher ein Bereich aus der Neurochirurgie und Gefäßchirurgie. Wir platzieren auch Shunts, auch das muss man manchmal bei Kindern machen. Aneurysmen sind eigentlich eher Dinge, die bei den Gefäßchirurgen operiert werden müssen. Ja. Genau, dann gibt es in Ihrem Klinik auch Fetalchirurgie? Nein, wir machen keine Fetalchirurgie. Fetalchirurgie ist etwas, was es nur in ganz wenigen Zentren gibt auf der Welt und in Europa. Und da gibt es für bestimmte Erkrankungen dann auch Zentren, wo man ganz ausgesuchte, seltene Dinge machen kann. In Großen und Ganzen ist das alles noch experimentelle Chirurgie. Und insofern ist das etwas, was wir hier nicht routinemäßig machen. Genau. Wie groß ist der OP-Saal, wo wir gerade sind? Ja, wie soll man das sagen? Ich meine, wir können natürlich mal rund. Das ist schwierig. Sonst müssen wir die Kamera einmal so rumschwenken. Ja, ich meine, wir können ja vielleicht einmal rumschwenken. Dann seht ihr ungefähr, also wie so der Saal ist. Ich hoffe mal, das hat jetzt einigermaßen Kleid gegeben. Also ich denke mal, was wird das sein hier? Also hier können auch Erwachsene operiert werden. Es ist jetzt nicht so, dass Kinder in kleinen Puppenhäuschen oder Puppenkrankenhäusern operiert werden, sondern es ist eigentlich ein völlig normaler OP-Saal, der natürlich besonders warm ist, der besondere Instrumente hat, Narkosegeräte, die nur für Kinder und für Babys konstruiert wurden. Ja. Da war gerade noch eine Frage, habt ihr euch früher manchmal vor irgendwelchen Verletzungen geekelt oder habt ihr euch schon immer, auch als Kinder, nie vor Verletzungen geekelt? Das ist ja nochmal eine tolle Frage, das finde ich ja gut. Also ganz ehrlich, ich fand das als Kind furchtbar und kein Blut sehen? Ja, also ich fand das jetzt nicht toll. Als Kind, muss ich echt sagen, da war das oft so, dass ich dann irgendwie Blut nicht so richtig gut sehen konnte. Das hat sich im Laufe der Zeit dann geändert, aber auch eins ist auch klar, Kinderchirurgen operieren sehr unblutig, also bei uns blutet es wirklich ganz wenig. Okay.
Sehr gut. Wir müssen leider auf die Uhr gucken, denn wie gesagt, wir befinden uns ja im OP und jetzt kommt gleich der Putzdienst und so weiter. Dementsprechend müssen wir das an dieser Stelle beenden. Ich habe zwar gesehen... Die Tür ist schon aufgegangen und da kam schon jemand und wollte den schon rausschmeißen. Machen. Also insofern, ich würde höchstens noch eine Frage zulassen. Ja, ja, das können wir auch machen. Fand euer Team während meiner OTA-Ausbildung sehr nett, sagt The Crystal Arrow. Also da gibt es schon wieder ein Lob. Mal gucken... Oh ja, also was ist die, nehmen wir vielleicht das als Abschluss von Tinkerbella 1989, was ist die schwierigste OP in der Kinderchirurgie gewesen bislang? Ja, das ist ganz schwer, das so mit einer, also da kann man jetzt nicht eine Operation rausnehmen. Also was natürlich wirklich eine Herausforderung immer wieder ist, sind die angeborenen Fehlbildungen. Manchmal werden Kinder mit schweren Fehlbildungen geboren. Da gibt es zum Beispiel Kinder, die ohne Speiseröhre oder wo die Speiseröhre nicht durchgängig ist, die werden damit kommen auf die Welt. Und das kann manchmal sehr, sehr schwierig sein, die Speiseröhrenenden zu vereinigen oder einen Ersatz für eine Speiseröhre zu finden. Das ist teilweise bei den Neugeborenen kann das sehr, sehr schwierig sein. Man kann das aber wirklich fast oder eigentlich immer kann man das lösen und kann einen Ersatz herstellen. Und das ist vielleicht auch eine andere Gruppe, das sind Kinder mit großen, soliden Tumoren, also mit bösartigen Erkrankungen im Bauch. Das kann manchmal sehr schwierig sein, die dann aus dem, also die kranken Tumoranteile von dem gesunden Gewebe frei zu präparieren, also das dann davon zu trennen. Also das sind so die schwierigen OPs, ja. Obwohl ich neulich auch sehr beeindruckt war von einer OP, die an einer Trichterbrust vorgenommen wurde. Das ist also eine Brust, die von Geburt an eher so nach innen gedrückt ist. Und da wurde tatsächlich unter anderem dann mit einem Schwert gearbeitet, was dann von, es war wirklich sehr beeindruckend, dass ich war, was dann von links nach rechts quasi eingeführt wurde, aber am Herzen vorbei oder nach. Es war also, ich habe hier, also obwohl ich hier nur ganz am Rande stand, wirklich gelitten. Ne? Aber es ist ein ganz regulärer Eingriff. Das ist ein regulärer Eingriff und der ist auch nicht so, also da gibt es schwierige, also wirklich. Also das ist schon so. Ja, aber also chirurgisch meint das. Freue mich, dass das so ein ja, definitiv. Genau. Wie gesagt, ich merke, die Fragen prasseln jetzt hier, aber wir müssen wirklich raus, sonst kriegen wir gleich böse Ärger mit dem Putzdienst. Ich bedanke mich, dass ihr so regelmäßig daran teilgenommen habt hier an dieser Session wieder. Die nächste steht auch in Kürze wieder vor der Tür. Da einfach wieder uns folgen hier auf Instagram. Wir werden rechtzeitig darüber informieren. Ich bedanke mich für diesen wirklich eindrucksvollen Danke auch. Moment. Tolle Fragen gestellt. Genau. Und an dieser Stelle viel Spaß noch und auf bald. Tschüss. Tschüss.